Tag Freunde und willkommen zu meinem neuen Let's Play und zwar Surah's Wrath. Das Spiel habe ich schon etwas länger. Das Spiel ist nicht blind, ich habe das schon mal gespielt, aber ich dachte mir, dass ich das halt als nächstes Let's Play möchte, weil das ziemlich geil ist und ich irgendwie Bock habe, es mal wieder zu spielen. Und ja, aus diesem Grund spielen wir das. Ich schaue kurz bei Optionen nach, ob eh alles passt. Ja. Sprachausgabe lassen wir Japanisch natürlich. Ja, kann man so lassen. Okay. Dann würde ich sagen, wir beginnen mit einem neuen Spiel. Schwierigkeitsgrad machen wir normal. Möchten Sie das Spiel auf normal beginnen? Ja, möchte ich. So. Wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal gespielt, also ist das nicht blind. Aber kann mich nicht mehr so gut an alles erinnern, aber an manchen Sachen schon noch. So. Jetzt warten wir mal, bis das ladet. Und dann beginnt es. Unser neues Let's Play. Project Barracuda. Die widerlichen, unreinen Kreaturen, die das Land durchstreifen, die Gohan. Koma. Ah. Ihr könnt es auf Pause drücken und es durchlesen. Ich werde jetzt nicht alles lesen, weil ich nicht so schnell bin. Start drücken. So, hier sind wir. Auf drei kann man feuern. Mal alles vernichten. Das ist jetzt sozusagen nur das Tutorial. Genau, auf Jirk macht man hier so schnell Feuer. So ta 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 ta. Wie man schnell wäre. Ich mag irgendwie solche Spiele mit Quicktime-Events. Okay, weiter geht's. So, oder da. Alles vernichten, was uns in die Quere kommt. Am Anfang ist das ein bisschen chaotisch, aber dann, nach dem Tutorial, geht es wieder. So, oder? Ich mag aber irgendwie auch die Musik, die dahinter herumläuft. So. Die Karma-Festung. Die Shinkoku-Armee. Die
128. Kaiser Strada. Die Priesterin Mitara. Boah. Ich habe am Anfang Prinzessin gelesen. Aber war die Priesterin. Das Tutorial jetzt eigentlich noch geht, weil das weiß ich gar nicht mehr so genau. Die 8 Wächter Generäle. Das letzte kann ich nicht mehr lesen. Ich glaube, das war der Name von den 8 Wächtern. Einer von denen. August heißt er. Und hier ist er. Ja, schau. Und Asura, das sind wir. So. Man merkt doch, man lernt jetzt erstmal alle Charaktere. Also alle ja, Charaktere in dem Spiel kennen. Die 8 Wächter zum Beispiel. Wo wir auch einer davon sind. Karo. Olga. これは信頼。我は滅びという美の前では、いついかなる時も紳士であることをお忘れか。我が策は番手先まで見通す千里の名誉。千里赴くは我が必にあらず。相変わらず口の減らぬ者どもよ。デッサ、我が直属護衛士も前線へ。<笑>この世は一刀。
Und Deus. Oder Deus, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Deus, Deus. この戦いの世界の全てグラフマーストラの奏でる破壊の旋律ぜひとも聞かせていただこうかデウス様の御心のままにグラフマーストラをもって積年の天体を打ち破ろうとせよ Der Brahmastra. なぜこのような正確な攻撃を？ 突破口が開かれたわ。各々方、あれを召喚あり。コマフリードラ、ウンラーの Stufe。 Irgendwas. Asuras Wrath. Gegen das Riesenvieh. So. Ich frage mich, ob ich mich gerade verdrückt habe. Misra-sama-ka! Ja.
sechsarmiger Warer. Asura. Stand wahrscheinlich. Das haben wir nicht geschafft. Schade. Aber es ist gar nicht so schlimm, wenn man ein paar Fehler macht. Zum Glück. Stellen wir das Vieh. どうした？人目切れなかった。ブリトラを仕留めるなどできはせぬ。無事沈められたことを喜ぶべきだ。これまで以上の犠牲は出たが、しばらくは現れまい。今休め。ローマ・ブリトラ、アスラ様により鎮圧。 Episode 1, der Anbruch einer neuen Dämmerung. To be continued. Teil 1 leiten. Episode 1, der Anbruch einer neuen Dämmerung. Okay. Zeit haben wir S. Kampfpunkte A. Den Extras wurden neue Illustrationen hinzugefügt. Der Schöpfungskrieg, die Halbgöttin, Halbgötter, die Drastrium-Zivilisation. Okay. Den Extras wurden ein neues Zwischenstück-Video hinzugefügt. Ja. Episode 1, okay. Episode 1 haben wir schon abgeschlossen, okay. Insgesamt haben wir Rang A. Ne, kann man lassen. Speichervorgang wurde erfolgreich. Okay, gespeichert. Kurze Zwischenstücke zwischen den Episoden erzählen die Geschichte weiter. Okay. Ich glaube, das kann ich euch sogar vorlesen.
Kammer, Festung Deus Raum nach dem Kampf mit Fliedra. Ah, okay, so kann man auch das Ganze noch anschauen mit dem linken Analogstick. Genau, steht D. Darstellung ändern. Machen wir mal weiter so. Kairo. Herzlichen Glückwunsch, Kommandant. Wir haben Wilderer wieder einmal erfolgreich unterdrückt. Deus. Das muss ich eh nicht vorlesen, die Namen. Das bedeutet nichts. Es wird irgendwann zurückkehren und eine größere Bedrohung als je zuvor sein. Wildra, das abscheuliche Biest. Es zu vernichten wird schwieriger, als ich angenommen hatte. Und wer hätte gedacht, dass Asura der Teufelskerl derjenige sein würde, der es aufhält? Er hat selbst aus August übertroffen. Das ist nur möglich gewesen, weil er die Unterstützung der Priesterin hatte. Da sieht man nochmal die Priesterin. Ah ja, seine Tochter Mitra. Es könnte durchaus sein, dass wir unseren Sieg ihr allein verdanken. Die Priesterin war nützlicher als Kaiser Strada höchst selbst. Vielleicht habe ich zu viel gesagt. Ihre Kräfte zu nutzen ist ein elementarer Schritt auf unserem Weg, unsere Sache umzusetzen. In der Tat, ihre Fähigkeit, das Mandra zu verstärken, ist recht bemerkenswert. Kaum zu glauben, dass dieser geistlose Grobian ihr Vater ist. Ich schlage vor, dass wir eingreifen. Zum Wohl der Priesterin. Er ist eine mögliche Bedrohung für unsere Pläne. Noch nicht. Er kann uns immer noch nützlich sein. Derzeit müssen wir uns auf die Fertigstellung der Karma-Festung konzentrieren und herausfinden, wie effizient Mandra ansammeln können. Wie wir effizienter Mandra ansammeln können. Also, ohne diesen Wissen, sorgt euch nicht, Kommandant. Ich habe bereits einen Plan für all das erstellt, inklusive der Priesterin. Sehr gut. Fahre wie geplant fort. Scheitern ist keine Option. Und aus diesem Grund. Episode 2. Verrat und Rache. Ich wollte sagen, aus diesem Grund werde ich nicht bei dem Lesen, also bei den Untertiteln, sondern lasst euch lesen, weil ich nicht so schnell lesen kann, ohne mich zu versprechen. Zur nächsten Episode. Tag nach dem Sieg über Fliedra. Jetzt feiern wir schön. Asuras Resistenz. Durga, Asuras Ehefrau. Und unsere Tochter. Interagieren, was? Ich
Wakatta. Unser Freund Asura ist kein Freund der Filmworte. So. Er wurde ermordet. Ich habe nicht getötet. Ich schwöre es. Das ist ein Missverständnis. Teil 1. Leiden. Episode 2. Verrat und Rache. Ich lüge nicht, ich war's nicht. So, genau, hier kann man mit L1 hier die Gegner fokussieren und wenn man wieder L1 wegdrückt, ist der Fokus aus. So, auf X springt man, wie bei den meisten Spielen. Auf Dreieck macht man halt so Mega-Angriffe und auf Viereck die leichten und auf Kreis kann man dann so schlagen. Steht da oben auch noch. Auf X wird man halt so schießen, das aber sicher wahrscheinlich nicht viel Schaden macht. Ja. Jetzt würde ich sagen, erledigen wir die mal. Pam. Dann komm her. Nicht getroffen. Du bist keine Gefahr für mich. So, jetzt zeige ich dir, wer hier der bessere von uns beiden ist. Na komm her, hä? Schnell weg. Der Anfang ist immer einfach. Exzellent. Gibst du auf?
Anata. Anoko. Wakata. Moshaberna. Wehe, du lass mich los. Gesagt wehe. To be continue. Okay. Wir werden unsere Rache auf jeden Fall holen. B. B. Und das ist S. A wieder. Ja, passt. Neue Extras. Und
ein neues Video hinzugefügt. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich mache hier jetzt mal einen kleinen Schnitt. Der Part geht eh schon über 35 Minuten. Ich habe den jetzt etwas länger gehalten, weil das Intro halt etwas lange war. Und ja, ich hoffe, euch hat das bis jetzt gefallen. Ich hoffe, ihr schaut weiterhin zu. Also, ich freue mich schon weiter auf die nächsten Folgen, weil das Spiel ist richtig geil. Und ja, dann würde ich sagen, was das von mir. Falls euch der Part gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung oder über einen Kommentar freuen. Euer Shadow, bis zur nächsten Folge. Ciao, Freunde.